Herzlich willkommen, liebe Janine. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und für alle, die es jetzt im Nachhinein anschauen, dass wir gleich kurz sagen, wie wir beiden zusammenkommen. Also man kann sich ja auch jeder, der das jetzt hört und denkt, oh, da habe ich aber auch mal Bock drauf, kann sich ja immer jederzeit bewerben. Und bei dir fand ich das so schön, dass du dich auf die Ask Me Anything Session beworben hast, weil du ein paar gehört hast und dachtest, oh, ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Und aber bis heute schon dazwischen die Entscheidung fiel, mit mir zu arbeiten. Das finde ich eigentlich bei dir am allergeilsten. Dass wir zwar eigentlich Kontakt hatten, dass du dich dafür bewirbst, aber du eigentlich gar nicht mehr so lange warten wolltest und jetzt mit mir arbeitest. Und wir natürlich trotzdem gesagt haben, dass wir das heute machen. Und deswegen freue ich mich doppelt, wo die Reise da heute so hingeht. Ja, ich freue mich auch, Tina. Total. Und du sagst, es hat einfach zu lange gedauert. Letzter Termin des Jahres, ja. Ich freue mich. Das liebe ich sehr an dir und grundsätzlich an Menschen, wenn da so eine, ja, wie sagt man, ne, so ein, ich will nicht sagen Drang, aber so ein, ich will jetzt und ich mache jetzt und ich mag gar nicht mehr warten, ohne dass da so ein Stress dahinter liegt oder so eine Ungeduld. Natürlich ist da sowas dabei, aber halt einfach nur so ein, ich will jetzt und ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich finde das super. Kenne ich. Ja. Die Frage tauchte natürlich immer mal wieder auf. Ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten. Ich suche jemanden und so. Und immer, wenn ich so reingefühlt habe und auf jemanden gestoßen bin, habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch nicht der richtige Zeit. Und jetzt passt es einfach beides. So. Und dann, ja. Voll. Dann kann es auch nicht lange dauern, bis eine Entscheidung gefällt wird. Und das ist ein ganz großes Vorbild, gerade immer jetzt im Nachhinein, wenn Leute das dann anhören. Deswegen finde ich das total schön als Vorbild und Inspiration, dass es einfach keinen Grund gibt zu warten, wenn man es spürt. Und dass das oft mal irgendwie so ein, entweder ein Sprung ins kalte Wasser oder eine Überwindung oder Mut oder was auch immer. Das für jeden ist immer ein bisschen was anderes. Aber ich finde es eine total schöne Inspiration und Vorbild für andere, so wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Mensch, wenn ich es doch spüre, dann ich, das muss jetzt sein. Und ich weiß, wie das bei mir damals vor 4, 5 Jahren das erste Mal auch war, da wusste ich, jetzt ist die Zeit. Also natürlich ist es einmal, sei es zu spüren, aber das andere ist auch, es dann zu machen und nicht irgendwie immer nur vor sich herzuschieben und damit dann. Es bewegt dann einfach, ne? Es ist dann einfach der Punkt, wo alle Bedenken wegfallen und das überwiegt, ja. Ja. Lass uns machen. Ja. So, was hast du denn für heute mitgebracht? Wo stehst du gerade? Weil ich meine, jetzt kennen dich wahrscheinlich die wenigsten, die das zuhören. So, wo stehst du gerade? Wo geht die Reise hin? Und wo tauchen wir heute ein? Also, ich sag mal die Frage zuerst, oder ich beantworte die Frage, wo wir reingehen zuerst. Mhm. Wie erlaube ich mir, Geld zu verdienen? Das ist meine Frage. Und du weißt, ich arbeite gerade parallel an ja aktuell 2 Kursen, die ich anbieten und rausbringen möchte, auch relativ nacheinander. Und da bin ich gerade so in der Zeit, dass sich alles sortiert, dass ich weiß, was da rein soll, wann ich damit anfangen will, wie lange die dauern sollen und so weiter. Und ich komme immer noch so an den Punkt, wo ich sage, oh, das kann ich doch nicht nehmen. Weil ich in mir selber spüre, Janine, du hast 5 Jahre da reingesteckt, mindestens. Ich habe ja auch Lebenserfahrung, bevor ich meinen Weg verändert habe, ja, meinen Job gekündigt habe und so weiter. Und da steckt so viel drin, was ich selber in mich investiert habe. So, und so viel, wo ich auch immer wieder über meine Ängste oder Hürden gegangen bin. Und viele wissen vielleicht auch, dass ich auch Bedenken hatte und aber es trotzdem gemacht habe. Mhm. Und ich weiß, was da drin steckt. Und ich weiß auch, dass ich mein ganzes Herz da reinlege. Und trotzdem komme ich an den Punkt und denke, was kannst du doch nicht machen? Kannst doch nicht so und so. Auch wenn ich weiß, ich muss ja auch davon leben und ich möchte davon leben und ich weiß, dass, ja, genau, das ist die Frage.
Wie erlaube ich mir das? Wie komme ich dahin, dass ich, wie du das immer so schön sagst, nicht mit dem Kopf in den Geldbeutel meiner Kunden stecke? Mhm. Ja. Und mich da von befreien kann einfach. Mega geile Frage, weil ich das Thema natürlich auch so sehr liebe. Also Money Mindset, ich weiß gar nicht, so ein, zwei Mal, glaube ich, ging es, obwohl manchmal, oh, guck mal. Da kommt noch jemand, und zwar die Theresa. Ist das toll. Vielleicht auch, um gleich mitzuschreiben. Jetzt mache ich mal die Sprecheransicht, dass ich dich habe, wenn ich mag. Ja, sehr gut. Weil ich dieses Thema so liebe, und ich weiß, dass mir in der Ask Me Anything Session schon ab und zu mal reingegangen sind, aber so wie sich das jetzt im Moment gerade anfühlt, wird es sogar eine ganze Stunde davon. Und ich liebe dieses Thema, gerade weil... Egal, ob man sich selbstständig macht oder schon selbstständig ist, gerade die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wozu du auch gehörst, sind Künstler und Freigeister und Kreative. Und denen aus meiner Erfahrung fällt es oft noch schwerer als vielleicht die, die aus der Ecke BWL, Jura, Wissenschaft und so kommen. Das ist zwar ein Klischee, aber im Endeffekt wird es leider doch auch oft bedient. Und mir liegt selbst so viel dran, dass alle, die so im kreativschaffenden und künstlerischen Bereich, so die im Endeffekt muss man sagen, die ihrem Herzen folgen wollen, die ihrem Gefühl, ihrer Leidenschaft, dem für sie wirklich brennen, folgen wollen und nie jemand erzählt hat, dass man damit auch noch wirklich richtig Geld verdienen kann. So. Und deswegen finde ich erstens, das Thema liebe ich selbst, zweitens finde ich es unfassbar wertvoll, dass du die Frage mitbringst. Und es ist so viel drin für jeden Einzelnen, der jetzt auch irgendwie die Session im Nachhinein hört, weil ich natürlich weiß, dass viele, die mir folgen, auch ihrem Herzensweg folgen wollen, viel mehr machen wollen, das Spaß macht, vielleicht ihre Hobbys bisher irgendwie zum Beruf machen wollen oder denken, ich habe da ein Thema, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das gehen soll, damit Geld zu verdienen. Also ganz arg wertvolle Frage. Mit der man auf jeden Fall eine schöne Stunde füllen kann, weil ich ganz viele Tools und Werkzeuge und Herangehensweisen mitgeben kann, was gar nicht jetzt für jeden, der zuhört, zwingend einer Art normalen, ich mache gerade so Gänsefüßchen, Coaching entspricht, denn da würde theoretisch die Janine jetzt vielleicht nur ein oder zwei Sachen von mir hören, in dem Prozess, wenn man mit mir geht. Jetzt nutzen wir aber die Zeit und gehen mal in verschiedene Sachen rein, in verschiedene Blickwinkel, in verschiedene Ansätze. Du kannst dir alles mitnehmen davon, was du willst, und gleichzeitig weißt du, man muss jetzt nicht gleich 10 Übungen auf einmal machen. Aber es reicht, ein oder zwei zu integrieren und zu wissen, da habe ich aber noch mehr ein Potpourri da reinzugehen. Genau. Eine Sache, die war auch mal in einer Coaching-Session bei uns sehr, sehr hilfreich mit sogar jemandem, den du kennst. Ich weiß nämlich nicht, wir gehen da gleich mal bei dir ein bisschen rein, wie viel oder was da bei dir noch sitzt, dass du es dir nicht erlaubst alles. Ne? Du hast jetzt eben mal vom Geldbeutel vom Kunden gesprochen und wir gehen jetzt da gleich auch demnächst mal rein. Aber grundsätzlich so ein bisschen als Überschrift, weil ich weiß, dass das einer von ganz vielen bösen, tiefsitzenden Glaubenssätzen ist, die wir gar nicht so bewusst haben, meistens haben wir sie ja nicht bewusst, ist, dass viele glauben, Geld verdirbt den Charakter. Heißt, wenn ich Geld verdiene, dann. So, und dann liegt da hinten dran, entweder dann denken die, ich werde, und mir auch vielleicht noch Sachen gönne oder so. Dann bin ich dekadent, dann bin ich in diesem Luxussegment, dann habe ich nicht mehr diese warmen Herzenswerte, die ich lebe, sondern dann geht es nur noch ums Business. Also das sind jetzt alles Glaubenssätze, ne, die ich sage. Oder was liegt dann noch drunter? Ja, dass einfach plötzlich der Charakter nichts mehr wert ist oder der auch nicht mehr da wäre. Also da ist so ein bisschen so ein ganz Schwarz-Weiß-Bild von reiche Menschen sind doof und die irgendwie dem Herz folgen und Menschen helfen und soziale Dinge machen, da kann man halt kein Geld mit verdienen. Also wenn man das mal so schwarz-weiß machen will. Wir können diesen Glaubenssatz aber drehen, indem wir nicht sagen, Geld verdirbt den Charakter, sondern Geld verstärkt den Charakter. Und warum sage ich das? Beziehungsweise warum ist der sehr hilfreich, sich den zu drehen, ist, dass es, also es einfach der Wahrheit entspricht. Denn wenn wir mit entsprechenden Werten ausgestattet sind, so wie du das jetzt bist, ich, viele meiner Kunden, im Endeffekt würde ich wahrscheinlich sagen, alle,
jeder, der jetzt zuhört, der sich irgendwie angesprochen davon fühlt. Wenn wir also gute Werte haben, wir möchten der Welt was Gutes tun, wir möchten Menschen helfen, wir möchten in Frieden leben, wir möchten Liebe verbreiten, wir möchten, dass das alles in einer liebevolleren, friedlicheren, gesünderen, schöneren, glitzernden, wie auch immer Welt wir leben und andere da drin leben können und wir möchten jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Dann haben wir diese Werte. Die verlieren wir nicht, wenn wir Geld auf dem Konto haben. Was wir aber machen können, ist, wenn wir Geld auf dem Konto haben und auch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, dass wir viel mehr mit unserer Macht und unserer Power und unseren Fähigkeiten anfangen können. Heißt, und zwar aus zwei Blickwinkeln. Einerseits können wir in unsere, wie ich ja immer sage, neue Identität investieren. Bedeutet, mehr in unsere eigene Energie und Kraft und Frequenz kommen. Wie würde denn meine neue Identität handeln? Wie würde die denn leben? Was würde die denn tun? Was würde sie sich selbst Gutes tun? Um auch in einer anderen Energie zu sein. Und darüber hinaus, und das ist ja das, worum es jetzt nochmal darüber hinaus viel mehr geht, ist, ich kann ja nach außen viel mehr tun. Ob das dann anfängt vielleicht bei einem anderen Internetauftritt oder Marketingauftritt oder mehr Sichtbarkeit oder mehr Menschen zu erreichen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, rein technisch oder Mitarbeiter oder Team oder Werbung oder so. Ich habe einfach die Möglichkeit, viel mehr auch rein zu investieren in mein Business. Und darüber hinaus haben ganz viele in ihrer Vision so eine Idee von einer Form von Unterstützung. Egal, ob das jetzt Kinderprojekte, Tierprojekte, Wissenschaft, Natur, Umwelt, was auch immer, vielleicht sozial Schwächere, Benachteiligte, egal. Irgendwelche Form von, hey, da könnte ich, wenn ich Geld hätte, dann könnte ich ja sogar das und das und das und das unterstützen, als vielleicht, machen wir mal plakativ, 5 Euro im Monat zu Vereinen, um die Ecke zu spenden, könnte ich ja da richtig Geld investieren und Brunnen in Afrika bauen und Kinder in Südamerika, was auch immer. Das heißt, wenn wir uns Geld erlauben selbst, hat nachher, wenn wir es bildhaft sprechen wollen, die Welt auch um einiges mehr davon. Also weg von Geld verdirbt den Charakter hin zu Geld verstärkt den Charakter. Weil du wirst genau die gleichen Werte behalten, aber du kannst jetzt auf einmal damit so viel mehr machen. Also ich weiß, als das sich bei mir geschiftet hat, wobei ich diesen Geld verdirbt den Charakter nicht hatte, aber mir ist irgendwann dieses Geld verstärkt den Charakter eingefallen und das hat auch in Coachings bei uns oft mal bei manchen vieles gedreht, um zu sagen, ach so, ja klar, stimmt, um sich zu erlauben. Also zu deiner Frage, wie kann ich es denn erlauben, Geld zu verdienen, dass du weißt, du kannst mit dir, mit deinem, was du ja jetzt gerade beginnst zu spüren, diese Macht, die du hast und die Fähigkeiten, die du hast und diese Einzigartigkeit, die du jetzt über die Jahre entwickelt hast für dich, mit was du alles gelernt hast und weitergeben kannst, du kannst damit noch viel mehr erreichen, wenn du dir quasi selbst das Geld erlaubst. Mehr Leute werden dich sehen, mehr Leute können dich erreichen. Du kannst Projekte unterstützen, die du willst. Du kannst die Dinge, die du machen willst, viel schneller machen, wenn du das Geld hast. Also da liegt ganz viel dahinter. Ja, ja, also ich bin total bei dir. Es war auch total schön, das jetzt nochmal so bildlich vor Augen zu haben und es ist nur so, kennst du das, dass man so automatisch reagiert? Also, wenn dich einer fragt, wie geht's dir? Und du sagst, mir geht's gut. Mhm. Und dann erst sagst, nee, was sage ich denn da eigentlich? So, und genauso ist es auch mit, ja, zum Thema Geld. Was kriegst du denn da von mir? Ach komm, ist gut. Warum habe ich denn das jetzt gesagt? So, weißt du? Es sind noch so, ja, die alte Identität, die da reagiert. Ja, um jetzt mit deinen Worten zu sprechen. Und für mich ist das schon eine Challenge, heute überhaupt über Geld zu sprechen. Das ist ja auch so ein Thema. Ja, eigentlich spricht man gar nicht über Geld. So. Und ich merke auch, wenn mich Leute ansprechen, Janine, wie hast du das denn die letzten 5 Jahre gemacht finanziell, dass mir das total unangenehm ist, das Thema aufzugreifen. Ich weiß nicht, ob ich das gegriffen kriege, warum das so ist oder wo das herkommt. Ich glaube, dass ich versuche
zu erreichen, dass Leute nicht neidisch sind? Weil, ja, klar, du kannst ja, wenn ich das so und so hätte wie du, dann wäre das ja alles überhaupt kein Problem. Und da vielleicht nicht in dem Moment schlagfertig genug zu sein, das zurückspielen zu können, sondern dadurch dann die Klappe zu halten. Und zu sagen, okay, dann gehe ich leise irgendwie meinen Weg und guck, dass du dich nicht davon gepiekst fühlst, dass ich, was weiß ich, den Mut hatte oder was auch immer, es halt anders gemacht habe. Und ja, überhaupt jetzt zu sagen, so, wie ist das denn, Thema Geld? Ja, darüber zu sprechen, so, das ist schon, ich habe gedacht, okay, ich challenge mich da jetzt auch mit, das heute Abend hier mit reinzubringen. Super, total gut und total wertvoll, schon allein wieder sich dessen bewusst zu sein und es dann zu machen. Auch das wieder, für jeden, der jetzt zuhört, ganz bewusst zu sagen, hey, vor welchem Thema sträube ich mich eigentlich? Welches fühlt sich nicht so gut an? Wo wird mir ein bisschen unwohl? Oh, da muss ich also lang gehen. Highly advanced, würde ich sagen. Super, finde ich total gut. Und also danke auch dafür. Ja, also erstens hast du gesagt, ja, wo kommt es her? Mehrere Sachen dazu. Erstens müssen wir nicht immer wissen, wo die Sachen herkommen. Wir wissen nur, ach, da sind sie. Auf der anderen Seite, sehr offensichtlich oft, dass die aus der Kindheit oder aus der Erziehung kommen. So, weil natürlich das 99% der Gesellschaft oder 95 so denken und uns vorleben. Mit darüber spricht man nicht und das Geld ist dreckig und so. Also Geld ist neben Sexualität, die beiden Themen sind einfach die dreckigst, böst belegtesten und auch falsch betrachtesten von allen irgendwie. So. Und das dürfen wir drehen. Erst in uns und somit automatisch dann im Außen. Und zu sagen, über Geld spricht man nicht, warum eigentlich? Weil auch dahinter liegt es ja genauso, was wir gerade vorher gesagt haben. Das darf ich mitdrehen und vielleicht ist das einer von vielen Ansätzen, dass du quasi bewusst, das kann so klein sein, aber das kann auch groß sein oder das kann auf Social Media oder mit einem Facebook Live oder du kannst sagen, hey, das ist eine WhatsApp oder ein Telefonat. Du kannst ja quasi vornehmen, wenn du willst, jeden Tag mal über Geld zu sprechen oder dich jeden Tag mit Geld zu beschäftigen, dass du ein ganz anderes Verhältnis und zwar ein liebevolles Verhältnis, ein Geld liebt mich und ich ziehe Geld an und Geld ist was Gutes, weil im Endeffekt, vielleicht hast du es schon gehört, gerade wenn man es auch aus mehr oder weniger spirituellen Brille betrachten will, wobei ich für mich hat das nichts mit Spiritualität, sondern mit sehr gesundem, weiß ich nicht, für mich ist das sehr gesund, seitdem ich das Verhältnis so insgesamt gedreht habe, dass Geld auch nur Energie ist. Also Geld ist quasi per se einfach nichts. Nichts, das hat gar nichts Schlechtes und nichts Gutes. Geld ist halt einfach quasi eine Art Währung und somit ist es Energie. So, nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere hat mal da irgendwie, viele Menschen haben da irgendwas draufgelegt von irgendwelchen Gefühlen und Bewertungen, aber im Endeffekt ist Geld einfach mal gar nichts, außer Energie, eine Währung. Und wenn wir sagen, es ist ein Energieaustausch, wenn wir jetzt in deinem Business-Kontext sprechen, zu sagen, hey, dafür, dass ich quasi was gebe, und du hast es selbst so schön gesagt, ich gebe ja meinen ganzen Wert rein. Du als Person, du als Mensch, du als Seele, deine Zeit. Ich meine, was ist wertvoller als das? Jede einzelne Minute, sich dessen bewusst zu werden, mit welchem Kaliber und welcher Wucht du in die Welt gehst und was du gibst. Und nachher ist es, wenn wir darüber sprechen würden, ich glaube, das haben wir mal in manchen Sessions auch schon gemacht, welchen Wert du gibst, was verändert sich im Leben des anderen, dann ist es nachher, da gibt es keine Zahl für. Das ist unbezahlbar. Dass du quasi jemanden von irgendwie A nach B bringst, dafür gibt es keine Zahl. Die ist für jeden völlig anders und ganz individuell. Und dann zu sagen, das ist ein Energieaustausch und verbindest du mit Liebe und dann bringen wir vielleicht sogar das Wort Verkaufen noch rein, weil es ja auch manchmal so negativ belegt, ist nachher alles das Gleiche. Das ist ein, du gibst quasi Liebe in die Welt, wenn wir es so sagen wollen. Und ich weiß, dass es für manche jetzt ein bisschen vielleicht geschwollen klingt, aber man muss sich halt mal so ein bisschen von außen betrachten, dass es nichts anderes ist. Du willst deine Kunst, dein Herz, deine Seele, deine Liebe zu dem, was du tust und zu dir in die Welt bringen, weil du weißt, damit kann ich Menschenleben verändern. Das ist dein Ansinnen damit. Das heißt, du gibst dich, dein Herz, deine Liebe in die Welt. Dafür bekommst du einen Energieausgleich, dass quasi das auf der anderen Seite passt und da ein Commitment passiert, weil im Endeffekt du
bist zwar der, der das nachher auf sein Konto bekommt, aber der, der wirklich was damit bewegt, ist der andere. Ich meine, du kennst das von dir. In dem Moment, wo ich sage, ich committe mich zu einem Investment in mich, weil darum geht es ja jetzt für dich, das ist quasi dieses, ich verlange Geld für mein Produkt oder für meinen Wert, dass es gar nichts mit dir zu tun hat. Also natürlich investieren, möchten sie mit dir arbeiten. Im Endeffekt investieren sie sich in sich und legen das mal auf dein Konto. Ne? So kann man das Bild auch sehen. Es kommt bei dir an, im Endeffekt investieren sie es in sich. Und du spürst es umgekehrt, wenn sich ein Preis nicht mehr stimmig anfühlt, weil deine Energie eine ganz andere geworden ist. Also für manche, gerade wenn man selbstständig ist und über eigene Preise nachdenkt und die so fühlt und einfach jeden Tag da weitergeht und mit sich entwickelt, dann spürt man irgendwann, der Preis spürt sich nicht mehr stimmig an. Warum? Weil ich meine eigene Energie auch gehoben habe, weil mein eigener Wert, so wie du gesagt hast, wenn man mal überlegt, wie viel man auch in sich selbst schon investiert hat, auch das liegt da ja alles so drin, ist die eigene Energie eine andere. Und also Energie passt für mich total gut, weil das für mich sofort fühlbar ist, wie sich das anfühlt, wenn ich mich für diese Energie öffne. Und dann macht das was mit mir im Sinne von Wertschätzung, im Sinne von Selbstakzeptanz. Und mir selber, nicht nur für mich innen drin zu wissen, das ist was, was ich da anbiete, das ist auch sein Geld wert, sondern da auch öffentlich zuzustehen. So. Und das nicht nur so, ja, ich weiß, dass ich das kann und ich traue mir das zu und ich mache das, sondern auch nach draußen, und das stärkt mich. Ich merke gerade, dass mich das stärkt, wenn ich das als Energie betrachte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und auch, was du jetzt gerade gesagt hast nochmal, weil das hattest du vorhin gemeint, der Aspekt mit dem so ein bisschen, weil man nicht drüber spricht, auch so ein bisschen geheim oder ist mir unangenehm, mit anderen drüber zu sprechen und so. Auch den Blickwinkel, der hat zwar dann wieder was sehr Rationales, aber das mal auch darauf zu transferieren, das wäre ja das Gleiche, wie wenn Porsche, Gucci, Dior, Louis Vuitton ihre Preise geheim halten wollen würden. Also wenn man gleichzeitig einfach das eigene Business, weil im Endeffekt sind wir unser eigenes Business und das macht halt den Unterschied. Wir haben da kein Produkt in der Hand, aber wir haben ja uns als Produkt oder unsere Dienstleistung jetzt in deinem Fall. Ich wollte gerade sagen, da könnte man schon fast sagen, es ist ja noch mehr wert, weil wir sonst uns gleichsetzen würden mit materiellen Dingen. So, ne? Aber mal das außen vor gelassen. Ja, das heißt, wenn ich hier die Tasche oder das Auto oder was auch immer, das Haus oder so habe, das ist ja auch nicht geheim, was die Sachen kosten. Somit ist es erstens nicht geheim, dass solche Firmen auch ein bisschen was verdienen. Es ist ein Unternehmen, das ist gleichzeitig, darf man sich auch immer wieder sagen, es ist ja kein Hobby, sondern ein Unternehmen, was Geld verdient und was eine große Vision hat, die du auch hast. Und noch sind wir halt in so einem, in einer Gesellschaft, in der wir das, die Form Geld brauchen. Also ich bin fest davon überzeugt und ich weiß nicht, ob wir es noch erleben. Wir kommen schon irgendwann noch an den Punkt, dass wir verstehen, dass wir Geld nicht brauchen. Aber jetzt ist es gerade noch so, dass wir es brauchen. Und dass wir uns dadurch, wenn wir es uns erlauben, sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Gerade wenn man jetzt auch mal von oben rauszoomt, von diesem Bild, wer hat auf diesem Planeten viel Geld, was wird damit getan und welche Menschen erlauben sich kein Geld. Und dummerweise ist es oft noch so, dass es genau die sind, die doch eigentlich so viel Gutes tun wollen. Und wenn wir das verstehen, dass wir uns doch genau so das Geld erlauben dürfen, also du dir mit dem, was du vorhast und tust, dass wir dann im Kollektiv ja viel mehr Möglichkeiten haben, tatsächlich was zu ändern und auch zu kippen, indem wir, jetzt mache ich es ein bisschen plakativ, aber die mit den guten Werten uns das auch erlauben, weil wir dann die Chance haben, auch Dinge wirklich zu bewegen, die halt jetzt heutzutage noch nicht mit Geld gehen.
und nur mit Geld gehen und noch nicht ohne. Und genau, dass du einfach dieses, wenn du es vergleichst mit Firmen, die Produkte haben, die auch einen gewissen Wert oder Preis oder wie auch immer haben, zu sagen, nee, natürlich muss das nicht geheim sein. Ja, ich koste das, weil der Kaschmir-Pulli kostet das, der Porsche kostet das. Es ist ein Produkt, was einen Preis hat. Und dann sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast, raus aus dem Geldbeutel des Kunden. Auf diesem Planeten gibt es von allem genug, inklusive Geld und inklusive Kunden, genug Liebe. Also vorhanden ist alles genug auf dem Planeten und zwar für jeden, der hier lebt. Die Verteilung und der Blickwinkel und die Bewertung sind andere Themen, aber da ist von allem genug. Es ist nachher nur, wenn wir im Business-Ding sprechen, es ist eine Form der Positionierung. Porsche hat auch nicht angefangen, das Auto für 500 Euro zu verkaufen, als sie damit angefangen haben, so nach dem Motto, oh Gott, wer das überhaupt kauft und so, wir waren ja noch nicht am Markt. Es ist eine Positionierung zu sagen, so, ich bin in dem Preissegment, ich habe den Wert, das ist meine Marke und das ist mein Preis und dazu stehe ich, weil ich den nämlich verdammt sexy finde und richtig gut und ich auch stolz drauf bin, dass ich dieses Produkt mit diesem Wert anbieten kann, weil ich weiß, was das für eine Qualität hat. Auch da kommt ja so ein Thema nochmal von Qualität. Mhm. Wir können auf den Preis gucken mit, oh, das kann sich ja keiner leisten, ist viel zu teuer. Wir können aber auch auf den Preis gucken mit, da ist Qualität drin. Und je länger ich das mache, was ich mache, merke ich auch an mir selbst, und das ist ja wiederum die Bestätigung, dass wenn es in uns selbst ist, ziehen wir es ab einem gewissen Punkt auch nur noch so an, dass ich immer mehr auf Menschen treffe, die genauso wie ich das inzwischen habe, dass viele Dinge mir zu günstig sind, weil ich sie tatsächlich dran knüpfe, dass ich denke, das kann nichts sein von der Qualität. Das kann nicht dem entsprechen, was ich jetzt suche. Das kann nicht dem entsprechen, was ich jetzt brauche. Also auch mal mit der Brille drauf zu gucken, wen will ich denn auch als Zielgruppe haben? Will ich die, die 19 Euro im Monat für irgendwas ausgeben möchten, oder will ich die, die ein paar tausend Euro bereit sind zu investieren, weil sie wissen, da kriege ich genau das, was ich brauche, mit der feinen, guten Qualität. Wo positioniere ich mich? Damit hat es auch viel zu tun. Und ist das so, verstehe ich das richtig, je mehr ich mich so damit befasse und mir das so vor Augen führe und auch reinfühle, dass ich automatisch auch nicht mehr, dass sich automatisch auch meine Reaktion nach außen verändert. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was kostet denn das, dass ich dann nicht sage, ja, können wir mal drüber sprechen, sondern dass ich dann irgendwie auch schon sage, ja, so und so. Also dass ich automatisch in eine andere Energie komme dann auch. Ne? Also vielleicht ist das jetzt gerade wirklich so, das Alte kann ich alles ablegen. Mhm. Ja. Und wenn ich in diese neue Energie, ich nenne es jetzt nochmal so, reinfühle, dann ändert sich auch automatisch meine Kommunikation nach außen. Ist das so? Absolut, schön formuliert. In anderen Worten, je mehr du quasi das Thema und den Blickwinkelwechsel verinnerlichst und zwar beginnst zu fühlen in jeder Zelle, ja, dann bist du anders. Dann wirst du anders sprechen und agieren. Du wirst was anderes ausstrahlen. Du bist auf einer anderen Energie und Frequenz. Somit wirst du andere Dinge anziehen, automatisch. Aber genauso ist die Reihenfolge. Und das kann man zum Beispiel in die Dankbarkeit integrieren, in so eine morgendliche Routine, dass man sich die Sätze und Mantren und Glaubenssätze aufschreibt, die man fühlen will, anstatt die anderen, die man fühlt. Was wollte ich dazu gerade noch sagen? Ja, das. Es gibt ein schönes Bild, dass du quasi, wenn du einen Preis hast für dein Produkt, wo du weißt, wir haben schon mal drüber gesprochen, es muss kribbeln, ne, es muss sich auch irgendwie sexy anfühlen. Das ist nicht so ein, was ist der vernünftige Preis, sondern ein Preis, der darf richtig kribbeln. So, dann wissen wir, da sind wir richtig. Oft verkaufen wir nämlich nicht, weil der Preis zu günstig ist für unser System und nicht zu teuer, wie wir oft glauben. Und das erschöpft mich auch, das merke ich. Wenn ich zu günstig anbiete, dann gebe ich zu viel von mir rein und dann erschöpft mich die Arbeit und erfüllt mich nicht. So, dann ist es nicht im Gleichgewicht und dann, ja, ich will jetzt nicht so sagen, dann brenne ich mich daran aus, aber das geht so in die Richtung. Ja, dann erschöpft es mich. Absolut. Ja, weil wir uns nicht an erste Stelle gestellt haben, sondern wieder so quasi vermeintlich selbstlos
was es ja nicht ist, weil wir wollen ja durch die eigentlich Hilfe mit den anderen Rückbestätigung. Also im Endeffekt ist es zwar auch egoistisch, aber auf die falsche Art und Weise. Weil wir uns nicht selbst an erste Stelle gestellt haben mit unserer Energie, wo wir ja auch wissen, wenn wir jetzt die Energie zu 100% geben könnten, die wir halt haben, die wir unter anderem auch durch das Geld erreichen, dann können wir dem anderen noch so viel mehr dienen, geben, ja. Wenn wir das nicht tun. Ne? Ja. Genauso sich da, dann schöpfst du aus dem Vollen, dann kannst du was reingeben, auch mal was Spontanes reingeben, ohne zu denken, ohne das zurückzuhalten, was überhaupt wieder nicht mehr entsprechen würde und sagen, nee, jetzt habe ich schon genug gegeben, jetzt kann ich nicht das auch noch so, dann weiß ich nicht, dann verstolper ich mich da drin. Absolut. Und in dem Moment, wo ich beginne, den Preis so zu fühlen, wie, das ist das, was ich mit dem Bild meine, als wäre dieser Preis quasi ein Kaugummi für 2,50 Euro. Das ist ein total schönes Bild. Also Preise zu fühlen und zu üben für sich, ist so ein bisschen wie, und wir machen jetzt ein Beispiel, ich habe ein Produkt für 1.000 Euro von mir aus so. Und jetzt übe ich den für mich zu fühlen, als wäre das das Kaugummi vom Kiosk für 2,50 Euro. Einerseits beim Preis kreieren und fühlen muss es kribbeln. Das, was wir gerade gesagt haben, die Energie muss oben sein, so, boah, oh, das wäre richtig gut. Ne? Und die andere Sache nachher ist, den zu fühlen, so eine Selbstverständlichkeit. Also, so, du gehst in den Laden, der Kaschmirpulli, die sagt dann auch nicht so, kommen Sie mal zur Seite, ich verrate Ihnen dann. Oder gucken wir mal, was wollen Sie denn ausgeben? So, nee, die sagt einfach, ja, der kostet 350 Euro. Oder es hängt halt einfach ein Preisschild dran. Und so in so einer Selbstverständlichkeit von, ist ein Klickerlesbetrag. Ja, so Kaugummi 2,50, ja, das kostet das und das. Ich merke selbst bei mir einen Unterschied inzwischen. Ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich meine Preise, wenn mich jetzt, es passiert sehr oft, dass mich Leute fragen, wie ich das mache. Egal unter Kollegen oder vielleicht auch welche interessiert sind oder so. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, das auszusprechen. Das war anders. Ich will damit nur sagen, ja, es ist exakt das, was du sagst. Je mehr du das verinnerlichst und je mehr du sagst, ja klar, 2,50 Euro Kaugummi geschenkt oder wie jeder Porsche-Vertriebler, die ja immer machen heute schön Werbung, dir locker sagen wird, na klar, das Modell kostet XY, aber ohne halt so eine emotionale Regung. Es ist einfach ein Preis. Also ich fange an, das zu fühlen, auch ja, womit das alles so zusammenhängt. Und was dann automatisch hinten rüberfällt. Also an altem Zeug, was dann überhaupt gar keinen Platz mehr hat. Ja, genau. Das, du überschreibst das alte Programm. Es gibt ein super Buch, also nicht, dass du das jetzt kaufen musst, weil wir ja sowieso miteinander arbeiten, aber trotzdem erstens für jeden, der es hört oder du auch zusätzlich Lust hast, hier Fleißbienchen zu machen und so. Ich weiß nur, dass ich es vor meinem ersten immens life-changing Money Mindset Coaching habe ich das Buch von Jim Sincero gelesen oder auch gemacht. Und zwar auf Englisch You are a badass at making money und auf Deutsch, glaube ich, Du bist ein Geldgenie. Und die macht das ganz, ganz toll. Die hat verschiedene Kapitel und am Ende der Kapitel immer Übungen. Das ist sehr praxisnah. Also wenn man Lust hat, ein bisschen mehr in dieses Thema, und da geht es auch um Glaubenssätze und Geschichten und Überschreiben und so, wie kann ich da rangehen? Aber wir können das ja sowieso Step by Step machen. Aber genauso ist es, dass du quasi dein altes Programm überschreibst, indem du erstens dein Verhältnis oder deinen Blickwinkel und dein Gefühl zu Geld veränderst, nämlich dieses, anstatt verdirbt, verstärkt den Charakter, so, hey, da kann ich doch noch viel mehr geilen Scheiß machen, da kann ich so richtig gute Sachen mitmachen. Das Geld, was so Gutes ist, dass man dieses loslässt, dass an Geld irgendwas Schlechtes wäre. Ja, das ist das eine wichtige Ding. Das andere ist, raus aus dem Geldbeutel des Kunden, denn es ist eine Positionierung und ich spüre den Preis, den Wert meines Produktes. Das ist es. Und ich weiß, dass da draußen Leute sind, die genau das so haben wollen, mit dem Zusatz vielleicht, was wir vorhin gesagt haben, mit die würden es vielleicht gar nicht kaufen, wenn es günstiger wäre. Ja? Also auch sich das vielleicht immer wieder ziehen. So, klar, es kann sein, dass da 20 sind, denen es zu teuer ist, mag ja sein. Aber dann sind da andere, die hätten es vorher nicht gekauft. Und wenn du den Vergleich hast mit, stimmt, da ist meine Energie viel höher, da bin ich viel motivierter, dann nehme ich doch, jetzt machen wir es ein bisschen plakativ, dann nehme ich doch dann lieber den einen oder die zwei, die mir das zahlen, anstatt die 300, die mir das andere zahlen, aber ich in meiner Low Energy bin, anstatt in meiner hohen und somit viel mehr kreieren kann, für mich und für andere.
Also das kann ich mir, neues Ich, neue Kunden, so, das kann ich mir jetzt vorstellen, da kann ich auch, mich auch reinfühlen. Jetzt haben wir ja auch darüber gesprochen, dass ich ja auch noch alte Kunden mitbringe, also die, die toll sind. Und ich habe denen ja jetzt auch gesagt, ich möchte gerne denen was anbieten, noch was unter den Tannenbaum legen. Und die waren ja sofort dabei, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. So. Und da fängt das neue Ich aber an zu stolpern. So, das sagt, ja, Moment mal, aber das sind doch meine alten Kunden, die haben ja noch meine alten Preise gezahlt und die fallen mir alle mit dem Tannenbaum zusammen um. Ja, wenn ich jetzt, und ich möchte denen ja was Gutes tun, so, dass sich für mich okay anfühlt und gleichzeitig denen aber auch zeigt, hier tut sich was, hier tut sich auch qualitativ was. Das werdet ihr auch in dem Kurs merken, dass noch andere Dinge passieren, die ich mit euch mitgeben kann und so weiter. Mhm. Aber ich merke, dass das schwieriger ist, mit Kunden aus der alten Energie, sage ich jetzt mal so, auch wenn die da toll ist, die Energie innerhalb der Gruppe, mit anderen Preisen zu kommen. Das kann man jetzt aus zwei, also aus mehreren, aber zwei wichtige Perspektiven. Einerseits sind wir wieder bei, und du sagst es ja so schön, du hast es selbst schon gesagt, die neue Identität. Wir gerade irgendwie mit der alten zusammen Hand in Hand gehen. Und es gibt auch so einen schönen Spruch mit, das Neue kostet uns das Alte und das trifft auf alles zu. Mhm. So, das heißt, ich will die Neue werden, aber die Alte nicht loslassen, weil da ist ja Potenzial noch, das will ich auch noch abholen, die will ich irgendwie mitnehmen. Das alleine ist schon so ein Balance- oder Tanzakt zwischen Zweien und das fühlt man ja schon, dass es eigentlich fast nicht hinhauen kann. Mhm. Ja, das bringt mich sofort wieder zurück. Das ist ja. Knippst sofort wieder das Licht aus. Ja. Ja, perfekt, siehst du. Und Energie, da gibt es so einen schönen Satz, Energie lügt nie. Mhm. Das ist so. Die Energie zeigt dir sofort, bin ich richtig oder nicht. Wenn die absinkt, irgendwas ist hier verkehrt. Irgendwas ist verkehrt. Egal um was es geht im Leben, Energie lügt nie. Mhm. Und wenn du merkst, so gleichzeitig raus aus dem Geldbeutel des Kunden und das Neue kostet nicht das Alte. Und wenn jemand das haben will mit mir, wird er sich's möglich machen. Du hast zwei Möglichkeiten, also du hast mehrere, aber jetzt, wenn wir über die Sache sprechen, du kannst einerseits sagen, so, ich wollte euch informieren, ich selbst gehe hier gerade durch eine Veränderung. Mein zukünftiges Produkt, meine zukünftige Werte, mein zukünftiges Business wird XYZ sein. Ich wollte euch darüber informieren. Wenn hier jemand von euch Interesse hat, auch das mal sich anzuhören oder daran mal reinzuschnuppern oder sich mit mir drüber zu halten, herzlich willkommen, mit mir ein Gespräch dazu zu führen. Die alte Janine inklusive dem alten, was ich angeboten habe, wird es ab jetzt nicht mehr geben. So, das ist eine. Mhm. Dann kann man sie in einzelne Gespräche einladen und du hast die Möglichkeit, Leute durch ihre eigene Erfahrung zu führen, weil das muss man ja auch wissen, im Endeffekt geht es nicht um uns, sondern es geht um denjenigen und derjenige ist auch, wie wir alle, egoistisch und will nur wissen, was ist für mich da drin. Aber so ist es eine Einladung von, ich verändere mich gerade, mein Produkt verändert sich, ich weiß, ihr liebt mich so, wie ihr mich bisher kennt, ich werde jetzt gerade eine andere, aber wer es wissen will, spricht mit mir, dann erkläre ich euch, wie es weitergehen kann. Die zweite Sache, die du als Idee hattest mit, ich würde denen irgendwie gerne noch so ein Taste und ein Goodie geben, vielleicht als Abschied oder für den einen oder anderen als Einstieg in was anderes, ist ein Ansatz, kann man machen. Du solltest dich nur quasi dabei, weil du es gesagt hast, mit die Energie rutscht ab, halt nicht selbst verraten. Mhm. Wenn du merkst, also irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an und ja, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, mache ich das wieder nur für die und weil ich sie ja nicht verletzen und verlieren will und so, dann ist dabei schon wieder so eine, nicht die Energie, die du brauchst. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, ich mache da ein Angebot und es fühlt sich für mich stimmig an, wie so eine, wie wollen wir das sagen? Nicht so gemeint, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, wie so eine Art bezahlte Werbung. Na, lassen wir es mal so. So, ich will euch ein bisschen zeigen, was ich mache und ich mache euch, weil ihr aus meinem Alten seid und weil ich euch liebe und schätze, ein mega special Angebot. Sowas wird es nicht wieder geben. Aber wer Bock hat, meine neue Arbeit kennenzulernen, dann mache ich für euch jetzt ein einmaliges Ding. Diese Zeit, dieser Preis, diese Gruppengröße, was auch immer es dann sein wird. Aber nur, wenn es sich für dich trotzdem stimmig und auch ein bisschen sexy anfühlt.
Also muss ich jetzt quasi hingehen und so ein bisschen rumjonglieren. Was bringe ich da rein? Wie viel, über welchen Zeitraum sprechen wir? Über welches Geld sprechen wir? Und ja, dass ich immer noch das Gefühl habe, wenn ich denen das präsentiere, dass ich denen was Schönes unter den Tannenbaum lege und keine Keule. Und dass ich aber nicht in die alte Energie zurückrutsche und sage, ja komm, für euch zwacke ich jetzt noch Zeit ab und mache das noch auf die alte Art und Weise, aber eigentlich bin ich schon weitergelaufen. Weil das fühlt sich, da komme ich irgendwie nicht von der, also nicht dahin, wo ich bin, so. Dann halte ich mich selber zurück. Also ganz ehrlich, für mich, so wie du sprichst und was ich so fühle, wie sich das für mich so anhört, was Nettes unter den Tannenbaum legen, wäre für mich dann wahrscheinlich eine Session mit dir. Und zwar nicht alle einzeln, sondern alle gemeinsam im Januar eine zweistündige Session. Ich möchte euch zu meinem Abschluss, weil ich werde jetzt jemand anders, ich biete andere Sachen an, ich mache das Alte nicht mehr. Wenn ich das vergleiche mit mir, damals mit, da hast du TCM-Beratung, habe ich angeboten und dann bin ich hin zu diesem Coaching gegangen. Ich meine, das eine war dann halt zu Ende. Und ja, das war überlappend und dann kam nochmal der eine oder andere, machst du das nicht mehr? Nee, eigentlich nicht. Dann habe ich es doch nochmal gemacht. Ich habe genau gemerkt, das ist eher so ein, ich habe keine Lust mehr und Preis stimmt auch nicht und so. Also ich weiß genau, diese Transition-Phase, gesund und für dich hilfreich und im Endeffekt auch fürs Außen, ist ein gerader Cut. Zu sagen, vielleicht jetzt auch mit Ende des Jahres, zu sagen, ab 1.1. gibt es die alte nicht mehr und es gibt auch die alten Produkte nicht mehr. Es gibt nur noch das Neue, weil du dich selbst auch, das hat was mit Klarheit und mit Entschiedenheit zu tun, ne? Mit Commitment auch, zu sagen, ich bin nicht mehr das Alte. Auch wenn jetzt vielleicht noch 20 kommen und klopfen und sagen, oh Janine, das war doch so toll, das kannst du doch nicht machen, dass du es aufhörst, oh, das würde ich total gerne machen. Das sind schöne Tests vom Universum, wie ernst wir das meinen mit dem Neuen. Und dass man aber sagt, hey, ich will euch zum Abschluss, weil man kann sie ja informieren, dass das wird jetzt passieren. Und ich habe ein paar TCM-Kunden mitgenommen. Also es ist definitiv so, dass ich, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachzählen, aber es ist ja nicht so, dass nicht ein paar sogar dann zu Coaching-Kunden wurden. Aber nicht davon auszugehen, nicht zu erwarten, weil da draußen sind noch viele Millionen, Milliarden andere Menschen, ne? Aber man kann sagen, so, das war jetzt der Abschluss von dem und dafür schenke ich euch noch eine Session mit mir, in der ich euch dann auch gerne erkläre, wie es weitergeht. Weißt du, sowas, so eine Art Kuli für den Weihnachtsbaum. Ja. Aber nicht mit, ich muss euch einen Kurs jetzt extra noch erstellen, der euch auch noch von A nach B bringt, wobei ich eigentlich längst so ganz anders bin. Das fühle ich gerade nicht so. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Und ich finde die Ideen, die du da gerade reingibst, total wertvoll. Also gar nicht jetzt auf den Kurs das auszulegen, sondern wirklich auf ein Gespräch und die selber entscheiden lassen, gehe ich da mit oder gehe ich da nicht mit. Richtig, genau. Genau, es ist dein Weg, den du gehst. Ja. Und du gehst den Weg nicht für andere, auch wenn deine Mission und Vision und dein Wirken und Sein andere Menschen inspiriert, transformiert, weiterbringt. Im Endeffekt geht es immer nur um unseren eigenen Weg. Es geht um deinen Weg, den du gehst. Und du wirst manche Menschen da mitnehmen und auf dem Weg manche begleiten und ihnen sehr viel helfen. Und manche Menschen wirst du dann irgendwann nicht mehr begleiten oder sie wollen den Weg nicht mehr mitgehen und das ist auch total fein. Daher, du kommunizierst nur, welchen Weg du jetzt gehst und was du neu machst. Und manche werden sagen, oh, das ist aber interessant, will ich auch wissen. Und manche sagen so, hör dir, aber die alte fand ich besser. Ja, cool, nur gibt es die halt nicht mehr. Ja, das ist geil. Das macht es mir jetzt nochmal so richtig deutlich, dass das wirklich Folgen in alle Bereiche hat. Ja, und dass man jetzt nicht nur an einer Stelle, hier positioniere ich jetzt mein Produkt, spreche neue Kunden an und da agiert die neue Janine, aber in allen anderen Kanälen ist noch die alte unterwegs. Also es ist, nee. Und die Gefahr besteht aber natürlich, ja, dass man immer wieder in alte Muster zurückfällt oder alte Handlungen oder sich einer alten Sprache bedient oder so. Das hat mit zwei Sachen zu tun. Einmal ist es eine committete Entscheidung. Ich meine, theoretisch, wenn wir es genau nehmen, müsste für uns alle das Wort Entscheidung schon reichen. Weil eine Entscheidung sollte eine Entscheidung sein. Ja. Denn
Aber weil wir das merken, wenn wir uns entschieden haben, dass wir manchmal doch noch so rumeiern, nehme ich gerne diesen Begriff committed Entscheidung. Das bedeutet, die alte ist nicht mehr. Mhm. Es gibt jetzt die neue. Was bedeutet das? Da kann man sich auch listen, also zum Thema neue Identität, aber auch, was bedeutet denn, und ich meine gerade, dass wir das heute machen, am 21. Dezember, Wintersonnenwende und diese ganz spezielle Sternenkonstellation, perfekt, da könnten wir das ja heute gar nicht haben, dass wir sagen, was lassen wir los und was gibt es ab morgen nicht mehr? Ja, und wer ist die neue ab morgen? Und was du machen kannst, ist, um dir selbst auch immer ein bisschen Zeit zu geben und nicht dann nachzudenken, ah Mist, jetzt war das wieder die alte, dass du immer, bevor du jetzt irgendwie reagierst, agierst, antwortest, irgendwas tust, fragst du dich, wie würde die Neue jetzt agieren? Wie würde die Neue darüber denken? Wie würde die jetzt antworten? So, diese Fragen, bevor du zu vorschnell eben dieses, das Unterbewusstsein kommt dann zack, sondern du sagst immer, stopp. Wie würde die jetzt reagieren und antworten oder so oder schreiben? Mhm. Ne? Das merke ich, dass das schon in den letzten Tagen viel passiert. So, mhm. Dass ein anderes Bewusstsein da ist, jetzt vielleicht nicht aufs Thema Geld, ne? Deswegen haben wir das ja heute, aber so in anderen Bereichen, dass ich anders reagiere. Super. Ja. Und wenn du gerade in dieses Thema neue Identität auch nochmal reingehen willst, dann so im Nachhinein, kann man halt dieses ganze Thema Geld auch integrieren. Ja? Also wie würde denn die Janine mit x 1000 Euro im Monat oder x Millionen im Jahr oder was auch immer du für eine Zahl hast, die für dich erstrebenswert jetzt erstmal wäre, die sich richtig kribbelnd anfühlt. Ne? Das kann man, ah ja, stimmt, das kann man auch ganz gut machen. Und zwar Geld selbst hat wenig Gefühl, so. Also zu sagen, so 20.000 Euro im Monat, 50.000, 100.000, 23 Millionen im Jahr, das hat wenig Gefühl. Wenn wir das aber verknüpfen mit Dingen, die wir damit tun wollen, kriegt plötzlich das Ganze eine ganz, ganz andere Emotion. Ja, das stimmt. Und wenn du beginnst zu sagen, hey, welche Zahl im Monat kribbelt denn jetzt gerade? Was wäre das schon spontan? Jetzt im Monat? Mhm. Nicht realistisch, sondern was wäre total genial? Tja, gute Frage. Du musst nicht wissen, wie es geht. Es muss sich nur einfach total irre gut anfühlen. Wenn du jetzt entscheiden könntest, was will ich in einem Monat verdienen, so? Keine Ahnung. Da ist hier irgendwas zugeschnürt. Okay. Das, also ich kann, wenn du sagst, was ist damit verknüpft, dann geht bei mir die Welt auf. Mhm. So, weil ganz viel schon da ist und auch die ersten Dinge schon, die ich einfach auch schon lebe, die sind jetzt automatisch dazugekommen, eins nach dem anderen. Mhm. Und da nicht aus der, wie soll ich das nennen? Es ist ja Ausbeute, ne? Wenn du das selber, das Geld nicht hast, es aber trotzdem bezahlst, dann beutest du dich ja irgendwie selber aus. Kannst du es nachvollziehen? Also wenn ich jetzt sage, boah, da ist ein Kurs, der kostet 10.000 Euro, da möchte ich unbedingt mitmachen, ich habe das Geld aber nicht. Und mach das jetzt aber trotzdem irgendwie, dann belaste ich mich ja. Dann mache ich ja vielleicht irgendwie, ja, vielleicht ist das jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Also mehr Geld auszugeben, als zu haben, so. Ich weiß, was du meinst. Da würde ich gerne was dazu sagen. Ja. Weil, also das könnte man jetzt, je nachdem, wer jetzt wie zuhört und wo welches Money Mindset steht, und so möchte ich dazu was sagen. Ich meine jetzt grundsätzlich mehr ausgeben als haben, das geht natürlich jetzt wahrscheinlich das Leben lang nicht gut, aber es gibt ja auch Beispiele, bei denen geht es trotzdem. Was ich damit, was aber nicht passieren soll, ist, und das ist nämlich der ganz große Denkfehler, ganz oft, gerade wenn es um Selbstständigkeit geht, und das ist wirklich ein, ich vergleiche das gerne, kann sein, dass wir es auch in unserem Gespräch haben, ich vergleiche das gerne eben mit Ernten und Sehen.
Wir dürfen erst sehen, bevor wir ernten. Das ist ein Naturgesetz. Wir können die Tomaten halt erst haben, wenn wir sie gesät haben. Und dann gepflegt haben und irgendwann kommt die Ernte. Das ist ja Natur. Und wir sind ein Teil davon. Und so funktioniert es mit einem Business auch oder mit Wachstum oder mit Veränderung. Sprich, in gewissen Phasen, das kann ein Auf und Ab sein, das kann eine geradlinige, steile, ja, kann geradlinig nach oben gehen, aber wie auch immer, in gewissen Zeiten oder zu einer Phase kann es gut sein, dass man mehr ausgibt als einnimmt, weil es noch die Phase des Sehens ist und des Investierens. Sprich, immer nur von dem Ding auszugehen, was es jetzt gerade bringt, einen selten wirklich nach vorne, sondern zu sagen, hey, ich muss ja erst sehen, ich muss erst investieren. Und dann kommt irgendwann die Ernte, weil ich ja in mich investiert habe. Das möchte ich unterscheiden zwischen, was du gesagt hast, ne, mit diesem mehr ausgeben als einnehmen und ja, vielleicht auf einen sehr langen Zeitraum. Aber im Großen und Ganzen ist investieren und vielleicht nicht immer gleich den Return on Invest zu haben, auch ein normaler Prozess in gewissen Phasen, kann es sein. Vielleicht fühlt es sich deswegen unrund an, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen ist und ich mittendrin bin, dass es sich so anfühlt, als könnte ich kein Geld verdienen, sondern könnte einfach nur gut investieren. Ah, okay. Mhm. Ja. Weil ich noch nicht in dem Ernten bin. Das hat ganz viel, sowohl dein Satz davor als auch der, aber darüber haben wir heute gesprochen, also ich gehe stark davon aus, dass das schon was dreht, mit sich erlauben zu tun. Ja, war eigentlich deine Ausgangsfrage. In dem Moment, wo ich mir erlaube, Geld zu verdienen, weil ich weiß, dass ich es wert bin, dass Geld was Gutes ist, dass das Energie ist, dass das Liebe ist, dass ich damit richtig gute Sachen machen kann, meine neue Identität leben. Also das ist wirklich wichtig. Was macht die denn mit dem Geld? Also wenn wir das verknüpfen, deswegen habe ich gefragt nach dem monatlichen, lass es 30.000, 50.000 sein. Und dann mal hinzugehen und eine Liste zu schreiben, was würde ich denn mit dem Geld machen? Dass dieses, wo es kribbelt, und wenn das bei dir jetzt 10 sind, 15, 20, guck einfach mal, wenn man jetzt danach, heute Abend, morgen, hey, ich kann mir nicht erklären, wie das funktionieren soll, aber es wäre schon toll, wenn ich so. Und dann eine Summe, die dann kommt, rein intuitiv, und du musst sie nicht erklären können. Und dann überlegst du dir, was würde ich denn mit diesem Geld machen? Würde ich mir irgendwie 3 Wohnungen kaufen? Würde ich mir eine Hütte, Haus irgendwie kaufen? Hätte ich einen Privatjet? Hätte ich das und das Auto? Würde ich mir die und die Klamotten kaufen? Was würde ich eigentlich davon alles machen? Mhm. Dann kriegt das Ganze eine Verknüpfung und eine Emotion. Das ist ein Riesenunterschied, weil dann ist es, ja, es hat halt eine Emotion dahinter und du weißt genau, wofür du das Geld haben willst. Vielleicht ist da ja schon das Projekt für Kinder in Afrika, was auch immer. Du merkst so, ja, deswegen mache ich das alles. Dann kriegt es noch viel mehr ein Gefühl und dann ist es noch mehr Selbstverständlichkeit in deinen Preisen, weil du auch weißt, wofür das Ganze ist und nicht einfach nur so eine Zahl. Ich weiß genau, was du meinst. Ich merke, dass da was für mich da noch was ist und dass ich das so kurz davor bin, das zu greifen. So, da muss ich gleich, gehe ich gleich auf jeden Fall nochmal für mich rein. Weil als ich das gerade gesagt habe mit der Ausbeute, bla bla bla, da habe ich selber gemerkt, das ist nicht richtig ausgedrückt. Aber da steckt irgendwas drin. Und da gehe ich für mich gleich nochmal hin und es war jetzt so, oh, gleich habe ich es. Da ist es, es kommt. Ja, und weil du das jetzt eben sagtest mit der Ausbeute nochmal genau, wo ich gesagt habe, es hat mit sich erlauben zu tun. In dem Moment, wo du, und deswegen helfen diese anderen Übungen, in dem Moment, wo du wirklich weißt, na klar habe ich das verdient, ja klar bin ich das wert, ja das ist ja wirklich wie ein Kaugummi 2,50, die können froh sein, dass das so ist, das ist ein Sportpreis. So. Und nee, natürlich habe ich das verdient. Je mehr du das verinnerlichst in deinen Zellen, desto mehr erlaubst du dir genau heute schon Geld. Also das nicht zu knüpfen an, ich muss erst noch das, der Prozess ist noch nicht fertig. Und da hinten, nee, du kannst genau heute einen Kunden gewinnen für 10, 20, 30, wie auch immer, wie viel 1.000 Euro du haben willst. Du kannst genau heute
das Geld verdienen, was du willst, weil du alles hast, was du dafür brauchst. Also es braucht gar nichts mehr, um genau diese Kunden zu gewinnen oder das Geld zu verdienen oder zu kreieren. Das Einzige, was es jetzt gilt, ist hinzugucken, was es noch verhindert. Also welche Glaubenssätze liegen noch im Weg, dass wir es halt uns heute noch nicht erlauben? Mhm. Oder warum jetzt der gesagt hat, das ist mir aber zu teuer, weil im Endeffekt spiegelt der nur, was wir glauben. So, das ist diese feingliedrige Arbeit, die wir ja, weil wir zusammen gehen, ja auch immer noch gucken, ach, der liegt da noch, den wollen wir auch nicht haben, ach, der liegt da noch. Aber im Endeffekt hat es nur damit zu tun, und das kannst du heute entscheiden, zu sagen, ja, natürlich erlaube ich mir das Geld. Was war denn das bis gestern, was ich mir da erzählt habe? Und dann kannst du auch ab heute Geld verdienen. Haben wir die Minute noch? Es ist gerade bei mir aufgeploppt. Ich habe es. Der Geldfluss kommt nicht von meinem Kunden, sondern aus mir heraus. Nach dem Motto, ich glaube, das ist eine Arbeitnehmermentalität noch. Ich habe noch nicht verknüpft, dass der Kunde mir das Geld gibt, um in mich und in meine zukünftigen Projekte und so weiter zu investieren, sondern das ist noch getrennt voneinander. Der Kunde gibt mir Geld, ich gebe ihm was, aber ich muss für mich dafür sorgen, dass ich meine Wünsche und Projekte erfüllen kann. Mhm. Ist das verständlich? Ich weiß es nicht, ich gehe mal rein, ob ich es richtig verstanden habe, weil ich jetzt hätte gesagt, das Zweite stimmt aus meiner Sicht auch. Also dein Kunde finanziert dir ja nicht deine Projekte. Weil dem ist ehrlich gesagt egal, was du damit vorhast. Der investiert in sich. Ja, das ist falsch ausgedrückt. Aber ich meinte jetzt auf den Geldfluss bezogen. Der Geldfluss kommt vom Kunden. Ja. Und nicht aus, dass ich mich da noch zusätzlich drum kümmern. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist wieder, wie du gerade gesagt hast, klein und fein, und ich selber kriege das gegriffen. Also wie, sagen wir so, versuch mal so zu formulieren, was möchtest du glauben, was du gerade noch nicht so, weil du hast gesagt, das eine ist das und das andere ist das, aber welches möchtest du gerne verinnerlichen? Wie willst du es richtig fühlen? Das dass dieser Energiefluss Kunde und Janine, also ich gebe was und der Kunde gibt mir zum Ausgleich Energie, Geld, seine Wertschätzung. Mhm. Und daraus entsteht das, was in der neuen Version möglich sein darf, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ist nicht so, wie soll ich das erklären, dass ich jetzt diesen Job mache, mhm, und nebenbei noch bei Aldi an der Kasse sitze, um das zu verdienen, was ich gerne in die Welt bringen möchte. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich muss es noch auf meinen eigenen Schultern buckeln und irgendwie zusehen, dass ich das. Das ist noch eine Arbeitnehmergeschichte. Das ist noch nicht das Selbstständigen-Denken, dass das ja das Geld jetzt vom Kunden kommt und nicht von woanders, wo ich noch hart für Arbeit. Also. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Im Endeffekt, ja, wenn du das Bild fortsetzen willst oder transferieren willst, ist es, dass du jetzt der Angestellte vom Kunden bist, was natürlich nicht so ist. Aber also du machst quasi auch deine Arbeit, aber du hast jetzt nicht mehr einen Chef, der dir quasi monatlich Geld zahlt, sondern du hast jetzt einen Kunden, der dir Geld zahlt. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Du machst deine Arbeit wie vorher auch, nur dass du nicht mehr buckeln musst, sondern dass du sie liebst. Also wir haben zwei Unterschiede. Einmal Arbeit buckeln, Geld vom Chef. Anderes, Arbeit lieben, Geld vom Kunden. So. Mhm. Ja, das ist jetzt da noch mit drin. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch eine zweite Quelle, wo Geld herkommen muss, aber die gibt es ja gar nicht mehr. So, es gibt jetzt den Kunden. Ja, absolut. Und das kann man auch so schön mit in Dankbarkeit nehmen. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich x-tausend Euro im Monat
mit dem verdiene, was ich liebe. Oder ich bin so glücklich und dankbar, dass Kunden mir liebend gerne x-tausend Euro überweisen für einfach, dass ich bin. Oder ich bin so glücklich und dankbar, dass Arbeit sich nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Oder ich bin so glücklich und dankbar, dass ich so leicht, das Geld so leicht zu mir kommt, einfach dadurch, dass ich bin. Also, dass du dir A, Geld überhaupt erlaubst, B, erlaubst, dass du Geld mit dem verdienen darfst, und zwar mehr als vorher mit dem, was du liebst, und dass es sich einfach anfühlt, dass es ganz leicht geht, dass es gar nichts mehr mit harter Arbeit zu tun hat. Ja, also. Das ist wahrscheinlich der Punkt, die harte Arbeit, ja. Ja, das höre ich so raus, ne? Jetzt kommst du aus dem Pott, du bist manifestierender Generator, du hast immer schön geschafft für Geld und so, dass man das alles mal zur Seite legt. Also sich zu erlauben, dass Geld verdienen ganz leicht geht und das Geld einfach zu einem kommt und dass man nur sein muss und gar nichts dafür leisten muss. Das sind Dinge, die sind meistens tief irgendwie vielleicht noch in der letzten Zehe da vergraben. Dass es wirklich leicht geht und du nur sein darfst. Also deswegen gibt es für mich den Begriff Arbeit seit langem nicht mehr. Weil das, was ich hier tue, das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Ich bin einfach und ich bin ich. Und genau dieses sich zu ziehen, zu sagen, hey, ja, okay, ich darf einfach nur ich sein und das ist es wert, dass man mir Geld überweist und auch so viel, wie ich haben will. Ja, das ist das alte fleißige Bienchen, ja. Das da noch sagt, ja, aber du musst doch noch so, das war das noch. Ja. Das war jetzt so schwer zu greifen, aber ja. Ja, das hat was mit leisten müssen zu tun. Und zwar dahinter, da liegt noch, wir sind erst was wert, wenn wir was leisten. Mhm. Ja, und auch selbstverantwortlich, selbst dafür, also dieses Einzelkämpfen, ne? Also das so auf eigenen Schultern immer mit sich auszumachen und dafür zu sorgen, dass alles da ist und dass alles passt und so. So das. Und ja. Das steckt da noch irgendwie drin. Mhm. Ja. Dann ist es viel mit sich erlauben, dass es leicht geht. Also, dass du dir das auch in den verschiedenen Arten und Weisen mit Journaling, mit Dankbarkeit, mit Mantren, mit Affirmationen und so, dass es wirklich, also ich habe verdient, leicht Geld zu verdienen. Geld kommt ganz leicht zu mir. Ich muss einfach nur sein und Geld fließt zu mir. Also, dass du die Sachen verknüpfst, wie sie sich leicht und in Fülle anfühlen. Und das kann sich am Anfang natürlich ein bisschen anfühlen, wie sich verarschen, wenn die hartnäckig sind, die anderen. Aber je öfter und je mehr du dir das sagst und je mehr du da ins Gefühl gehst, desto mehr, also je mehr du das verknüpfst mit dem Gefühl, weil nur dann verändert sich's, dann verändert sich alle Handlungen und somit überschreibst du das alte Programm. Wichtig ist, dass wir das wirklich täglich tun, weil die anderen Sachen haben wir ja uns jetzt auch jetzt ein paar Zehnte lang erzählt, nur unbewusst. Und jetzt beginnen wir uns halt die Sachen bewusst zu erzählen, um die Festplatte zu überschreiben. War da was dabei, was hilft? Ja, jede Menge. Mhm. Gut. Da werde ich jetzt auch noch drin schwimmen. Ja, bitte. In Fülle und Geld ist toll und ich erlaube mir Geld und Geld fließt zu mir und ist total leicht, weil das, was ich zu geben habe, ist das Beste, was es überhaupt gibt und so. Da drin zu baden, da braucht man gar nicht aufhören, weil wie gesagt, wir haben jetzt jahrzehntelang in so einem komischen Dreck da gebadet. Das heißt, wir dürfen die ganze Zeit in dieser Sahne und dem Honig jetzt baden. Da kann man nicht zu viel drin sein. Je mehr du dir das erlaubst, desto mehr wirst du es ausstrahlen, desto leichter wird es, es zu fühlen, wie selbstverständlich das ist. Weil das andere war dein Normal. Jetzt kreieren wir das neue Normal. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja, es ist ein Wachstumsprozess. Und es ist jetzt einfach durch das Gespräch total schön zu sehen, du hast mal gesagt, so was noch so in den Zellen steckt, was alles zu diesem Alten dazugehört. So, das ist ja auch manchmal gar nicht so klar. Ja. Und das war jetzt total schön zu fühlen, ich fühle ja immer, wie klar das voneinander getrennt ist und was hier hingehört und was dahin gehört.
hört und was alt ist und was neu ist. Und das Neue ist schon da. Sonst könnte ich es nicht fühlen. Es ist da. Ja. So. Ja, sonst, und das Alte, das jetzt so ein bisschen so auseinander zu sezieren und zu sagen, ach ja, das gehört ja auch noch darüber. Und das will auch gar nicht mehr mit. Und das, das ist total klar. Also, ja. Es spaltet sich gerade in links und rechts. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann entscheidest du dich quasi nur immer nur noch fürs Neue und immer ja. So sagen, wie wird es die Neue machen? Wie fühlt es sich neu an? Und du merkst so, oh nee, das ist alt, nein, dann will ich es nicht mehr. Wie wird es die neu? Ah, dann so. Ja. Auch wenn es dann mit Angst oder Unsicherheit oder Kribbeln oder Höhe verbunden ist, aber dann weißt du genau, da bist du richtig. Ja, aber da weiß ich auch, dass ich den leichten Weg daraus fühlen kann. Dann weiß ich auch, dass ich aus diesem ganzen Dschungel, wenn der einem manchmal so vorkommt, als wäre es einer, dass es da meinen eigenen Pfad gibt, den ich durchlaufen kann. So. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann fühlt es sich auch wieder leicht an. Ja. So. Ja, geil. Cool, Jadine. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese Stunde. So toll. Cooles Thema. So schöne Ansätze, total gut. Ich hoffe, ich freue mich, wenn es dir geholfen hat. Ja, sehr. Danke dir.